Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Im ersten Teil sind wir hier in die Nervenheilanstalt gekommen und jetzt laufen wir mal ein Stück weiter. Der will wohl alleine auf dem Klo bleiben. Geh mal da hoch und los. Drück doch Leertaste. Jetzt. Da lang. Sieht nicht so aus. Oh, da. Ja. Wo die mit Spiel manchmal hängt. Ey. Oh Gott. Kann man die vielleicht? Notiz? Ja, ich vergesse mich gerne mal die Kamera auszupacken. Und dann habe ich da halt nichts. Speichert. Ach ja, Kamera aufbehalten. Ach so, ja. Der ist tot. Der hat keinen Kopf mehr. Ach ja, die Tiere sind auch nicht gut. Oh. Alter, der lebt noch. They killed us. You got out. The barriers. You can't bite them. Nee, das sieht nicht so cool aus. Can unlock the main doors. Security control. Ich hab eine Notiz. Das ist Dokument. Ich bin drin. Überall Leichen. Blut. Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja, das klingt doch ganz nett. Dann komm mal hier halt nicht mehr so schnell raus. Sie müssen hier halt einfach mal raus, bla bla bla. Ja, ich lauf einfach weiter. Oh, da geht's lang. Ach ja, Batterie. Warum liegen hier denn nirgends Batterien? Hab ich das denn noch nicht verdient? Ein Fettsack. Der ist hier rein. Da kann ich nicht rein. Andere Tür. Ja, da natürlich auch nicht. Wie toll ist das denn? Hier lang? Nein? Will mich auch niemand lang lassen? Dann rennen wir mal. Little Fake. Die letzte Folge habe ich am Hellen aufgenommen, jetzt im Dunkeln. Wer ist das denn? Who are you then? Wer sind Sie, bitteschön? I see
Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Hoffentlich gibt er uns... Ja, der gibt uns die Kamera wieder. Wunderschöne Hände. Flieh aus den Abheilanstalt, benutze den Sicherheitssignal. Deine Ziele werden im Tabu. Okay. Bitte. Proclaim the Gospel. Scheiße, dass ich Englisch nicht so gut kann. Du hast da ein bisschen Blut. Hey Bro, du hast da Blut. Oh, ein Dokument. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl Fallnummer 294758104. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive Wilderness Area, Country Road 112. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Wie war das? Man kann sich nicht mal entscheiden, ob man... Boah. Sind das Spaß? Man darf sich nicht mal entscheiden, ob man dem zustimmt, sondern sobald man das Dokument hat, hat man dem zugestimmt. Okay, was muss ich jetzt machen? Eine Batterie. Das ist schön. Das ist toll. Okay, hier lang. Noch ein Toter. Ich glaube, wir werden hier noch viele Tote sehen. La 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 la. Und wo muss ich jetzt? Oh, hier. Hier irgendwas. Hier auch keine Dokumente. Hier auch nichts. Hier auch nicht, auch nicht. Was ist das denn für ein wunderschöner Bildschirmschoner? Ja, mir fiel das Wort für Bildschirmschoner erstmal nicht ein. Eine Lampe. Keine Dokumente. Keine Batterie. Was ist das? Achso, WLAN-Kabel.
ein Dokument. Murkoff Psychiatric Systems Project Worldwide Mount Massive Co. Fall Nummer 186, Patienteninitialen CLW Walker. Datum 28.05.2013. Erste Patientenbefragung 28.01.2012. Alter des Patienten 32. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruptionen ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Okay, da ist nur ein Rollstuhlfahrer. Hier geht's nicht raus. Alter, der lebt sogar noch. Boah, ist der dünn. Und sein Gesicht ist voll hässlich. Die gucken Ameisenkrieg. Mit Blut. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Eine Hülle ihrer selbst. Der merkt gar nicht, dass ich im Bild stehe. Und der sieht traurig aus. Der letzte ist mir egal. Ducken. Oh, ein schönes Bild von einer Brücke. Da blinkt was. Boah, das sah gerade so aus, als hätte er eine Torbahn um. Okay, wir haben die Schlüsselkarte und dann würde ich jetzt mal sagen, beende ich hier die Folge.
Und ja. Dann würde ich mal sagen, war's das. Ciao, Leute. Hallo und willkommen auf der Endcard. Ich würde mich über ein Abo sehr freuen. Oder eine Bewertung oder ein gut gemeinter Kommentar oder keine Ahnung, Kritik halt. Hier kommst du zu meinem letzten Video und ja, schönen Tag noch.